Hallo, heute geht es darum, wie ihr euch für das Krafttraining richtig aufwärmt. Und dazu würde ich persönlich erstmal unterscheiden, was trainiert ihr denn überhaupt? Das heißt hier vor allem mit welcher Methode. Und zwar gibt es hier einmal die Möglichkeit, auf Muskelaufbau zu trainieren. Das heißt, wir trainieren mit Gewichten, die so schwer sind, dass wir ungefähr 8 bis 12 Wiederholungen schaffen. Oder wir trainieren Maximalkraft, das heißt mit Gewichten, die wir nur 1 bis 3 Mal bewegen können, sauber. Das heißt, dieses Aufwärmen dafür unterscheidet sich ein bisschen. Für das, wenn wir im Maximalkraftbereich trainieren, das heißt mit 1 bis 3 Wiederholungen, müssen wir natürlich etwas mehr aufwärmen als für den Hypertrophiebereich. So, grundsätzlich habe ich jetzt mal hier aufgeschrieben einen Beispieltrainingsplan. Das heißt, wir kommen ins Fitnessstudio und haben uns halt vorgenommen, Bankdrücken zu trainieren, Rudern, Kniebeugen bzw. Beinpresse und Bizepscurls. Das sind also die, sagen wir heute, unsere 4 Übungen, die wir machen möchten. Und wir machen in jeder Übung 3 mal 8 Wiederholungen. Das ist unser Ziel. Das heißt, 3 Sätze, 8 Wiederholungen. So, jetzt die Frage, wie wärmen wir uns dafür aus? Also zunächst würde ich ein allgemeines Warm-up machen. Das heißt, ungefähr, ich bin kein Fan davon, 5 oder 10 Minuten zu laufen. Das bringt euch nicht so viel für das Training, sondern so 1 bis 2 Minuten vielleicht laufen oder leichtes Seilhüpfen auf der Stelle, was auch immer, 1 Minute ungefähr. Und dann Mobilisation zu machen. Ich habe ja hier ein Warm-up-Video gemacht. Das ist natürlich etwas länger und das ist eher für Leichtathleten, Basketballer, Fußballer, Sprungkrafttraining, Sprinttraining und so weiter ausgelegt. Aber grundsätzlich sind das ungefähr die gleichen Übungen, die ihr auch vor dem Krafttraining machen solltet, halt nur wesentlich reduzierter. Das heißt insgesamt vielleicht 1 Minute laufen und dann 5 Minuten dynamische Übungen. Also gerade wenn wir jetzt zum Beispiel Bankdrücken anfangen würden, dann ist natürlich ganz wichtig Oberkörpermobilisation auch in der Schulter und in der Brust und im Rücken. Das heißt, klassischerweise mache ich das eigentlich vor jedem Training erstmal Armkreisen. Das heißt, ich komme mit Bankdrücken machen und fange mit Armkreisen an. Ich fange mit kleineren Kreisen an, lasse die größer werden, mache das so vielleicht 25, 30 Kreise. Das wäre also zum Beispiel eine Sache. Nächste werden Arm schwingen, vor, zurück schwingen, nach oben und unten so schwingen, nach vorne schwingen, sodass die Schulter, also mehrmals natürlich 10, 20 Mal, je nachdem, sodass die Schulter gut mobilisiert ist. Vielleicht auch 5, 6, 7, 8 Sekunden Pause machen, nachdem ihr nach vorne geschwungen habt und dann nach oben geschwungen habt. Das sind so grundlegende Sachen. Dann natürlich Wirbelsäulenmobilisation, das heißt hier Oberkörperrotation. Ich habe es auch in dem Video drin. Das heißt im Prinzip alles, was die Schulter und den Oberkörper erstmal warm macht und mobilisiert. Wenn es natürlich draußen kalt ist, dann müsst ihr natürlich vielleicht euch länger allgemein aufwärmen mit Seilhüpfen laufen. Vielleicht dann 2, 3, 4 Minuten sogar maximal und dann mit dem spezifischen Aufwärmen anfangen. Dann vielleicht ganz kurze in die Dehnung reingehen, zum Beispiel beim Trizeps, hier bei der Schulter. Ganz kurz reingehen, 5 Sekunden halten, reicht vollkommen aus, bei jedem Arm, um euch so aufzuhören. Das ist also das Erste, was ich mache. Das ist so quasi ohne Belastung, einfach nur durch meine eigene Bewegung. Das Nächste, was ich mache, sind dann in der Regel so 5 Liegestütze. Wenn natürlich einer jetzt super Probleme hat mit Liegestützen und da, wenn du sogar nur 5 maximal schafft, dann macht er es natürlich nicht. Dann nimmt er sich vielleicht einfach 2 Kurzhanteln, 4 Kilo und legt sie auf die Bank und macht damit Kurzhantelbankdrücken 3, 4, 5 Wiederholungen. Also Sinn der Sache ist immer, dass wir beim Aufwärmen auch niemals in den Laktatbereich wollen. Das heißt, wir wollen niemals, dass unser Muskel anfängt zu brennen. Das heißt, auch wenn wir Hypertrophie trainieren und einen Aufwärmsatz machen, dann machen wir keine 12, 15, 20 Wiederholungen, weil wir wollen auf keinen Fall, dass der Muskel sich wirklich beansprucht anfühlt. Das heißt, so, dass es sich fast anfühlt wie als erster Satz. Das soll nicht passieren. Das heißt, wir bleiben bei wenigen Wiederholungen, 5, 6, 7, wenn ganz wenig Gewicht ist, vielleicht 8 Wiederholungen. Und beim Liegestützen jetzt beispielsweise machen die Liegestütze so. Und dann fange ich an und bereite sozusagen die Bank vor, wo ich dann Bankdrücken machen möchte. Und da fange ich in der Regel an. Also angenommen, ich möchte jetzt hier 3 mal 8, hatten wir gesagt, 3 mal 8, also 3 Sätze, 8 Wiederholungen. Und ich hab als Ziel, möchte ich 100 Kilo 8 mal drücken im ersten Satz. Das ist jetzt sozusagen mein Ziel. Dann würde ich jetzt beispielsweise im ersten Satz, im ersten Aufwärmsatz, also ich kennzeichne das mal hier, AS nenne ich das, Aufwärmsatz Nummer 1, würde ich dann jetzt beispielsweise, nachdem ich die 5 Liegestütze gemacht habe, 6 mal 40 Kilo machen oder 35 Kilo. Das wäre sozusagen jetzt mein erster Aufwärmsatz beim Hypertrophie-Training. Der zweite Aufwärmsatz könnte dann so aussehen, dass ich 3 mal 65 Kilo mache. Das heißt, das wäre jetzt so. Und der dritte Satz, den würde ich dann auf dem Satz Nummer 3
Mit 100 Kilo möchte ich machen. Dann würde ich einmal 90 machen. Und dann im vierten Satz, je nachdem, vielleicht mache ich manchmal mache ich sogar 5 Aufwärmsätze, aber meistens reichen für mich 4. Im vierten Satz, das ist jetzt das Interessante und das, was euch vielleicht für euer Training vielleicht sinnvoll sein könnte. Im vierten Satz mache ich dann mehr Gewicht. Beim Hypertrophie-Training, wenn ich auf Hypertrophie trainiere, 105 Kilo. Ich möchte mit 100 Kilo Bankdrücken machen. Ich nehme aber im letzten Aufwärmsatz 105 Kilo und mache das einmal. Der Grund ist einfach, vielleicht kennt ihr es auch schon, dass für Bankdrücken der erste Satz euch schwieriger vorkommt als der zweite. Und das ist einfach mit der neuronalen Voraktivierung. Das heißt, eure neuronales Nervensystem ist noch nicht so wirklich auf die Belastung, auf die Feuerung der Impulse zu eurem Muskel noch nicht hundertprozentig eingestellt. Und deswegen lohnt es sich, einmal mehr Gewicht zu nehmen, als ihr dann im richtigen Arbeitssatz machen wollt. Deshalb nehme ich da einmal 105 Kilo. Und dann fühlen sich, wenn ich danach mich drunter lege für die 100 Kilo und die achtmal machen möchte, das wesentlich leichter an. So, also das wäre jetzt beispielsweise Aufwärmprogramm für Hypertrophie. Bankdrücken haben wir jetzt die Schultern quasi schon aufgewärmt. Rudern würde ich jetzt nicht nochmal speziell hier 4 Sätze Aufwärmen machen, sondern würde ich jetzt einen Aufwärmsatz machen, einfach um in die Bewegung reinzukommen und um die Bewegung dann ordentlich trainieren zu können. Das heißt, Rudern, das heißt, ich fange Bankdrücken an, mache die 4 Aufwärmsätze, meine Schultern sind warm, ich bin auch soweit warm, mache bei Rudern dann noch einen Aufwärmsatz. Kommen wir zu den Kniebeugen und Beinpresse. Kniebeugen und Beinpresse würde ich wieder ein bisschen Mobilisation machen. Also, das heißt, Ausfallschritte eventuell machen, zur Seite, nach vorne, ein bisschen Bein schwingen, nach links und rechts sind auch, all die Übungen sind auch in dem Aufwärmprogramm drin. Mir ist einfach so ein bisschen was, da braucht nur 2, 3 Minuten sein, ein bisschen was für die Hüfte, Knie und Sprunggelenke, einfach um die ein bisschen aufzuwärmen. Und dann würde ich hier auch wieder 2, 3, vielleicht sogar 4 Aufwärmsätze machen, je nachdem, wo ich in der Trainingseinheit den Fokus lege, ob ich jetzt eher Oberkörper aufbauen möchte oder eher die Beine auch trainieren möchte. Als Bodybuilder wird man wahrscheinlich eher dann Oberkörper die Zielsetzung haben. Ich würde dann sowieso immer die Kniebeuge vor dem Bankdrücken machen. Aber das ist jetzt Spielerei. Also angenommen, ihr habt das jetzt hier so gemacht. Kniebeuge, 3, 4 Aufwärmsätze. Gleiches Prinzip könnt ihr im Prinzip dann, also angenommen, ich mache hier mit 100 Kilo, würde ich einfach jetzt genau das gleiche Prinzip benutzen. Vielleicht dann den ersten hier weglassen sogar und dafür hier vielleicht 4, 5 Wiederholungen machen, hier 2 und hier dann eine, hätten wir zum Beispiel 3 Sätze, wenn wir den ersten weglassen hätten. Das wäre jetzt zum Beispiel ein Beispiel für das Aufwärmen jetzt von dem Muskel. Das heißt, jetzt ist eigentlich alles warm und für Curls, für Bizeps-Curls, da wärme ich nicht extra auf. Klar, wenn ich die Übung ganz am Anfang im Trainingsheim mache, würde ich das machen, aber ansonsten, das Ellbogengelenk ist beim Bankdrücken, beim Rudern schon benutzt worden, bei der Kniebeuge muss ich es auch schon bewegen. Also, es macht keinen Sinn, jetzt nochmal für Curls das aufzuwärmen. Wenn ihr natürlich euren Fokus jetzt unbedingt auf dicke Arme und sowas legt, dann könnt ihr vielleicht noch einen Aufwärmsatz machen, aber es ist eigentlich nicht notwendig. Das heißt, das wäre sozusagen das Aufwärmen so in dieser Konfiguration. Das heißt, ihr fangt mit einfachem Gewicht an. Erstmal grundsätzlich aufwärmen, Armkreis und so weiter für die Schultern. Sehr niedriges Gewicht, paar Mal bewegen, nie mehr als 10, 12 Wiederholungen machen. Also, es ist eigentlich schon, 10 ist eigentlich schon, finde ich, zu viel. 6, 3, 1, 1 habe ich jetzt hier gemacht. Man kann auch 6, 3, 2, 1 machen oder sowas. Oder 5, 4, 3, 2 oder so. Also, es ist alles möglich. Was ihr vielleicht mitnehmen sollt, ist hier im letzten Satz einmal mehr Gewicht im letzten Aufwärmsatz, als ihr dann im eigentlichen Satz machen wollt zum Aufwärmen. Ist meistens ganz sinnvoll, wenn ihr Hypertrophie trainiert, das heißt im 8 bis 12 Wiederholungsbereich. So, kommen wir zu der nächsten Sache. Das ist, das hätte ich eigentlich stehen lassen können, das ist das Aufwärmen, wenn ihr auf Maximalkraft trainiert. Maximalkraft, ich schreibe es nochmal hin, ist grundsätzlich 3x3. 3x3 Maximalkraft. Jetzt als Beispiel. Das heißt, wir machen 3 Sätze, a 3 Wiederholungen je Übung. Wäre jetzt sozusagen unser Beispiel. So, wie würde ich hier aufwärmen? Hier können wir natürlich nicht oder sollten wir nicht im letzten Satz mehr Gewicht nehmen, als wir dann eigentlich bewegen wollen, weil das dann häufig eventuell schon mehr Gewicht ist, als wir überhaupt schaffen, wenn wir hier nur 3 Wiederholungen machen. Und deswegen sieht das Aufwärmen hier ein bisschen anders aus. Da mache ich auch meistens dann 5 Sätze. Wobei ich jetzt angenommen, wir machen jetzt hier wieder Bankdrücken mit 100 Kilo. Und da sagen wir, wir sind da 3x3, 3 Wiederholungen schaffen wir mehr Gewicht. Sagen wir, haben hier 120 Kilo Bankdrücken. Dann würde ich im ersten Satz. Ich würde jetzt auch insgesamt die Wiederholung noch niedriger haben beim Aufwärmen, weil einfach die Übersäuerung noch wesentlich schlechter wäre für uns, wenn wir auf Maximalkraft trainieren. Das ist bei Hypertrophien dann nicht ganz so wichtig. Das heißt, ich mache hier vielleicht 5 Mal
5 mal 40. Dann mache ich 3 mal 60. Und dann fange ich an mit Einsätzen. Vielleicht kann man auch hier noch 1, 2 einbauen. 2 mal vielleicht hier 80 Kilogramm. Und dann mache ich einmal 105. Und jetzt im letzten Satz, kann man jetzt nicht sehen, aber im fünften Satz würde ich dann beispielsweise noch einmal 110 machen. Ups. Also 110 Kilo würde ich ja nochmal machen. Das heißt, das wäre jetzt zum Beispiel eine Möglichkeit, wie wir uns da aufwärmen könnten, wenn wir Maximalkraft trainieren. Maximalkrafttraining, 3x3 Wiederholungen ist das Ziel. Wir wollen mit 120 Kilo 3 Wiederholungen machen. Erster Satz 5x40 Kilo, zweiter Satz 3x60 Kilo, dritter Satz 2x80, vierte 1x105 und fünfte Aufwärmsatz ist 1x110 Kilo. So, ich hoffe, das hat euch geholfen. Ich hoffe, ihr wisst jetzt ungefähr, wie ihr euch aufwärmt. Das heißt, ihr müsst gucken, welches Gelenk benutzt ihr. Das vielleicht ein bisschen 3, 4, 5 Minuten mobilisieren, ein bisschen ein paar dynamische Übungen machen, ein bisschen voraktivieren. Das heißt, ganz leichte Übungen machen, wo der Muskel benutzt wird in eurem eigenen Körpergewicht. Liegestütze, Ausfallschritte, Kniebeugen ohne Gewicht zum Beispiel. Armkreisen, dann hier Beinschwingen, wenn ihr zum Beispiel Kniebeugen macht. Solche Sachen grundlegend, 3, 4 Minuten. Dann geht's los. Ihr macht die Gewichte. Fangt mit wenig an, macht in der ersten Übung so 3 bis 5 Aufwärmsätze, reicht eigentlich meistens aus und haltet die Wiederholungszahlen dort gering. Das ist noch wichtig. Es soll euch ja nicht anstrengen. So, ich hoffe, es hat euch geholfen. Ich hoffe, ihr wisst jetzt, wie ihr euch vom Krafttraining richtig aufwärmen kommt. Viel Spaß beim Training. Abonniert den Channel, gebt mir einen Daumen hoch und auf Wiedersehen.